Als sowjetische Soldaten am 23. April 1945 in der Nähe von Tröbitz auf einen Zug mit rund 2500 Menschen stießen, da war ihnen zunächst überhaupt nicht bewusst, dass sie gerade KZ-Häftlinge befreit hatten. Denn die Menschen, auf die sie an diesem Zug trafen, trugen nicht die gestreiften Häftlingsuniformen, die sowjetische Soldaten und die anderen alliierten Soldaten aus den zuvor bereits befreiten Konzentrationslagern kannten. Und es waren auch nicht überwiegend Männer mittleren und jüngeren Alters, denen sie hier begegneten, sondern ganzen Familien. Viele Männer, Frauen, aber auch zahlreiche Kinder. Unter den rund 2500 Häftlingen dieses Zuges waren etwa 500 Kinder bis zum Alter von 14 Jahren. Der jüngste Häftling in diesem Zug war 2 Wochen vor vom Antritt dieses Zuges, der Zugfahrt, in Bergen-Belsen geboren worden, im Konzentrationslager, und war einige Tage später während der Zugfahrt in der Nähe von Lüneburg befreit, gestorben. Und die ältesten Passagiere dieses Zuges waren fast 80 Jahre alt. Auf den zweiten Blick war den sowjetischen Soldaten dann doch bewusst, dass sie hier gerade KZ-Häftlinge befreit hatten, als sie in die Wagen, in die Waggons gingen, die Leichen dort sahen und bemerkten auch, dass viele der befreiten Häftlinge auf ihrer Zivilkleidung den gelben Judenstern aufgenäht hatten. Und so wurde ihnen dann bewusst, mit wem sie es hier zu tun hatten. Die Kommunikation zwischen den befreiten Häftlingen und ihren Befreiern war schwierig, denn die wenigsten unter den Häftlingen dieses Zuges waren in der Lage, Russisch zu sprechen oder Russisch zu verstehen. Die meisten von ihnen stammten aus den Niederlanden, aber auch viele aus Deutschland, die während der 30er Jahre bis 1939 in die Niederlande geflohen waren und dann von dort nach Bergen-Belsen deportiert worden waren, aber auch viele Franzosen, Ungarn, Polen und Albaner in diesem Zug. Was ihnen aber allen gemeinsam war, war die Tatsache, dass sie Häftlinge, jüdische Häftlinge im Konzentrationslager Bergen-Belsen gewesen waren. Es war also eine Gruppe ganz spezifischer Zusammensetzung im Blick auf ihre nationale Herkunft, die Altersstruktur oder auch die Geschlechterverteilung. Und der Hintergrund für diese besondere Struktur dieser Häftlingsgruppe, die da bei Tröbitz befreit wurde, lag in der spezifischen Geschichte des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Es war eingerichtet worden im Frühjahr 1943 als einziges der KZ-Hauptlager, das zunächst nur für die Unterbringung jüdischer Häftlinge eingerichtet wurde. Und es sollte im System der NS-Konzentrationslager eine sehr spezifische Funktion einnehmen, als sogenanntes Austauschlager. Das heißt, bestimmte Gruppen jüdischer Häftlinge wurden von der Vernichtung vorerst ausgenommen, nicht nach Auschwitz, Treblinka oder Majdanek gebracht, sondern nach Bergen-Belsen, um von hier aus gegen Auslandsdeutsche ausgetauscht zu werden. Tatsächlich gab es solche Austausche da auch, aber die meisten der Häftlinge wurden nicht freigelassen im Rahmen von Austauschverhandlungen und wurden in den letzten Tagen vor der Befreiung, noch Anfang April, auf Transport geschickt. Insgesamt gab es 3 Räumungstransporte, die Bergen-Belsen in den ersten Apriltagen verließen. Einer von ihnen wurde in der Nähe von Magdeburg bei Fahrsleben am 13. April von Amerikanern befreit. Einer der Züge kam an dem vermutlichen Bestimmungsort Theresienstadt tatsächlich an. Und der dritte Transport schließlich wurde bei Tröbitz am 23. April befreit. Über die Motive dieser Räumungstransporte wissen wir nichts wirklich sicher, aber denn die SS hat noch kurz vor der Befreiung die Lagerakten nahezu vollständig verbrannt. Aber man kann aus den Umständen dieser 3 Transporte doch Schlussfolgerungen ziehen. Und die deuten darauf hin, dass das Motiv dieser 3 Transporte, die vermutlich alle nach Theresienstadt gehen sollte, war, die Häftlinge der Befreiung durch die britische Armee zu entziehen und sie noch als ein Faustpfand sozusagen mitzunehmen für Verhandlungen mit den Alliierten, mit denen sie dann konfrontiert sein würden. Das hatte eine gewisse Logik, denn es war nicht einfach eine zufällig zusammengesetzte Häftlingsgemeinschaft, sondern die Häftlinge, die jüdischen Häftlinge, die in das Austauschlager gebracht wurden, mussten sozusagen bestimmte Kriterien erfüllen. Und dazu gehörte auch, dass sie zum Beispiel doppelte Staatsangehörigkeit besaßen, Palästina-Zertifikate besaßen oder ähnliches. Und das war wahrscheinlich das Motiv der SS, diese jüdischen Austauschhäftlinge noch mit diesen 3 Räumungstransporten aus Bergen-Belsen vor der Befreiung herauszubringen.